Vor dem Besuch im Safariland hatten wir schon eine Fahrt mit dem VIP-Bus gebucht. Die Fahrt begann in den Gehegen und Käfigen der Weißen Löwen, wo uns sehr viel erklärt wurde über die Fütterung und Tierhaltung im Park, speziell für diese Tiere und auch generell. Im Anschluss daran ging es dann durch die Raubtiergehege und auch das Freigehege, wo wir vorher schon mit unserem Privat-Kfz durchgefahren sind. Die Cheftierpfleger müssen sich natürlich nicht an die vorgegebenen Wege halten und so konnten wir relativ nah an viele der Raubtiere heranfahren. Im Freigehege war dann sehr schnell klar, dass die Tiere natürlich die Fahrzeuge kennen und wissen, dass es da was zu holen, nämlich Futter gibt, und waren alle sehr, sehr zutraulich. Besonders eins der Dromedare ging überhaupt nicht mehr weg und verfolgte uns sogar und wurde dann lustigerweise mit einer Wasserpistole vertrieben. So, jetzt fotografieren. Hier. Er ist hier. Sonst haut er ab. Lubaya, komm hier. So. Rindfleisch, ne? Los, komm jetzt her hier. So faul. Ich bin so offen. Das sind Zweiger. Der hat keine Hunger. So, die Filme. Ja. Okay, die Kiste. Schön, Foto machen. Die haut jetzt ab. Die Weiße kriegt immer nur zwei Stück. Ich kriege immer nur ein Stückchen. Liebe Gäste. Aufzucht, Eipulver, Traubenzucker und Kalzium. Aus Sicherheitsgründen niemals die Raubtiere über Nacht hier draußen lassen. Und erst dann wird gefüttert. Und wie wir füttern, das habe ich Ihnen ja vorhin in dem Haus gezeigt. Die Futterklappen, jeder für sich und so weiter. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass alles das und die Raubtiere abends nach Hause bringen, das machen immer nur wir Vorgesetzten. Die Tierpfleger alleine, absolut verboten, und strengstens untersagt. Vorsicht. Danke. Ehrlich? Jo, tschüss. Okay, Jeven? Ich roll. Eine Zuckermaus. Wer befugt wen? Sie meinen wie in der Luft, ja? Ja, die Tiger müssen auch ihren ganzen Körperhaushalt durch das. Unsere Nandus. Das Nandu gehört zu der Gruppe Vögel, die draußen vogeln. Wir hatten früher mal die großen Strauße. Aber diese Strauße, die sind wirklich in der Lage, durch ihre Größe und Stärke einen Menschen ernstlich zu verletzen. Aus diesem Grunde haben wir uns von den Das sieht aber dreckig aus hier. Die haben ja so schöne Wimpern, ne? So schöne braune Augen. Ja.
Hallo. Ich mache das Fenster auf. Ja, und dann? Der Elefant kommt auch. Was? Der Elefant kommt auch. Ja, hat sie ein Stückchen im Maul. Holt er den jetzt raus? Nee. Mach du doch dein Fenster auf. Hallo. Nimm noch ein bisschen Futter. Fressen die eigentlich alle das Gleiche? Warte. Da kommen die anderen auch rein. Dann hast du das Fenster aus. Schön, ne? Oh, das knuspert, ne? Ja, das knuspert, ne? Ich habe aber jetzt nichts. Oh, jetzt kommt aber. Ja, ja, das stecht oder guck mal. Der sitzt gleich hier neben dir. Aua. Au. Steig gleich rein. Das sind vier afrikanische Elefanten. Ja. Weiter! Ich habe Didi getauft. Oh. Das sind unsere afrikanischen Elefanten. Dann Kamele Dromedare. Und Sie sollten die Tiere. Bitte halb hoch, bitte halb hoch. Nein, der kommt jetzt hier nicht mehr rein. Sie sollten die Tiere, die ich Ihnen fotografiere, die ich Ihnen zeige, immer zuerst fotografieren. Denn die anderen laufen so um und. Die ist im Januar geboren, ne? Das könnte zu früh sein. Aber jetzt kommt was Besseres. Zwei. Ja. Nicht füttern, ne? Wir machen es gleich. Okay, gut, mein Herr, Sie auch. Oh. Roy. 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 Ey, der verjagt erst hier. Nein. Nein. Roy, komm her. Und Sie wollen. Bitte. So. Nee, meine Kamera ist nicht zum Futtern. Wollen Sie mal die andere Seite? Das sind die Antilopen. Die haben für mich die spitzesten, gefährlichsten, tödlichsten Waffen aller blanke, spitze Hörner, die Dolche. Die dringen vorne in den Körper ein, kommen hinten wieder raus und dann sind sie mausetot. Und von diesen vier Oryx haben drei ihr Gehirn beschädigt, aber zwei haben ihr Gehirn ihr ganzes Leben lang geschont. Quatsch. Von den vier haben drei ihr Gehirn beschädigt und einer hat ihr Gehirn, hier, das ist die gelbe Oma. Spooky! Ja. Das sind natürlich Waffen. Ja. Die sehen irgendwie doof aus, ne? Die Lamas mit ihren zwei Vorderzähnen, die immer rausgucken. Ja. Ja. So ein bisschen, hä? Ja. Meine lieben Kinder.